Beispiel 2b. In dieser Aufgabe haben wir nicht auf jeder Seite zwei Summanden, aber die Variable, die wir zu berechnen haben, die kommt auf beiden Seiten vor. So, auch hier wieder alle die Glieder, die die zu berechnende Variable enthalten, auf die eine Seite, alles andere auf die andere. So, es liegt also sehr nahe, diese beiden Seiten dieser Gleichung, plus 3y, also auf beiden Seiten 3y addieren, erhalte ich 7y plus 3y sind 10y. Und auf der rechten Seite minus 3y plus 3y hebt sich auf, es bleibt übrig 20. 10 mal y, ich dividiere beide Seiten durch 10 und erhalte y ist gleich 20 durch 10 gleich 2. Wäre also 2 die Lösung. Probe führst du vielleicht bei selbst durch. Ich spreche sie einfach mal vor mich hin. 7 mal 2 wäre linke Seite 14. Und hier hätte ich stehen 20 minus 3 mal 2 ist 6. 20 minus 6, 14 gleich 14. Okay, 2c. Minus 8x plus 18 ist gleich 4x minus 30. Wir haben wieder auf jeder Seite der Gleichung zwei Summanden. Die zu berechnende Variable kommt ebenfalls auf jeder Seite vor. Wir müssen uns wie vorhin schon einmal entscheiden, wie gehe ich vor. Es gibt wieder mehrere Möglichkeiten. Vielleicht würdest du jetzt von beiden Seiten 4x subtrahieren, damit x, alle Elemente x enthalten auf der linken Seite sind. Das wäre richtig. Ich neige eher dazu, die Glieder, die x enthalten, auf die rechte zu bringen. Ich brauchte dann nur auf beiden Seiten 8x zu addieren. Denn hier steht minus 8x. Also addiere ich auf beiden Seiten 8x. Und gleichzeitig, wenn ich die Glieder, die x enthalten, auf die rechte Seite bringe, stört mich hier dieses minus 30, würde ich also auf beiden Seiten 30 addieren. So, das ist erstmal das, was mir bis jetzt an Umformungsregeln durch den Kopf gegangen ist und ich auch so formuliert habe. Jetzt rechne ich. Minus 8x plus 8x ergibt 0. 18 plus 30 sind 48. Rechte Seite, 4x plus 8x sind 12x, minus 30 plus 30 ist 0. Jetzt siehst du also ganz deutlich, dass dieser Weg den Lösungsweg erheblich verkürzt. Ich will x berechnen, also dividiere ich beide Seiten durch 12 und erhalte 48 durch 12, das ist bekanntlich 4, gleich 12x durch 12 ergibt x. Lösung, x gleich 4, setze das bitte mal in die Ausgangsgleichung ein und überprüfe, ob beide Seiten übereinstimmen. Das kann man als Kopfrechenaufgabe durchführen und du wirst mir recht geben, das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt könnte man das etwas forcieren, indem man jetzt statt ganzer Zahlen hier ein paar Dezimalbrüche verwendet und etwas Bruchrechen verwendet. Aber konzentrieren wollen wir uns nicht so sehr auf die Rechnung, sondern auf das richtige Anwenden der Lösungsformeln. Und das möglichst effektiv. Ich schlage also vor, dass wir das noch einmal an einem Beispiel durchexerzieren, indem wir jetzt hier mal Dezimalbrüche verwenden und dann vielleicht noch als letztes ein Beispiel, in dem wir ein paar Brüche, gemeine Brüche in eine Aufgabe hineinnehmen. Beispiel 2d, 1,2 plus 2,4z ist gleich 3,6z minus 4,8.
Und achte jetzt bitte darauf, lass dich nicht von diesen Dezimalbrüchen verwirren, sondern sieh dir einfach mal die Aufgaben an. Entscheide dich, bringst du die Variablen, die das Z enthalten, auf die linke oder auf die rechte Seite, alles andere auf die entgegengesetzte. Fasse zusammen und ermittle Z. Ich schenke mir jetzt diesen Lösungsweg, du entscheidest dich diesmal selbst für einen. Wenn du Probleme hast, ich würde von beiden Seiten 2,4 Z subtrahieren und auf beiden Seiten 4,8 addieren. In Anlehnung an das Vorgehen in den vorhergehenden Aufgaben. Und somit würdest du als Lösung Z gleich 5 erhalten. Beziehungsweise bei dir würde dann stehen 5 gleich Z. Wenn du das geschafft hast, dann haben wir uns schon verdammt gut verstanden. Also Konzentration auf die Umformungsregeln, alles andere ist Beiwerk. Genauso wie auch in diesem Beispiel, in dem wir jetzt mal ein paar echte Brüche verwenden wollen. Die Variable M ist zu ermitteln. Der Vorgehensweg bleibt genau der gleiche. Entscheide dich, auf welche Seite die Summanden mit der Variablen kommen sollen, auf welche Seite die absoluten Glieder. Und dann ist das nichts anderes als einfachste Bruchrechnung. So, die wollen wir heute aber nicht in den Mittelpunkt stellen. Das würde einfach unnötig viel Zeit kosten. Ich gebe dir die Lösung vor. M gleich 12. Versuche unbedingt auf dieses Ergebnis zu kommen. Soweit Beispiele der zweiten Gruppe, die schon merklich anspruchsvoller waren als in der ersten, wollen wir jetzt noch eine Stufe zulegen. In der nächsten Gruppe wird der Schwierigkeitsgrad noch einmal etwas größer werden. So, in dieser dritten Gruppe sollen jetzt 5 Beispiele kommen. Ob wir die jetzt alle komplett gemeinsam lösen, das werden wir uns gleich überlegen. Ich glaube, das ist nicht erforderlich, aber wir wollen uns nochmal darauf konzentrieren, wie kann ich sinnvoll solche Aufgaben lösen. Jetzt passiert es einfach, dass nicht nur 2 Summanden auf einer Seite der gleichen stehen, sondern auch mal mehr als 2. Ja, das ist die Steigerung. Beispiel 3a, 5x plus 8 ist gleich 26 minus 3x minus 2. Erst überlegen von dir, was bringe ich wohin? Okay, da brauche ich nicht viel sagen. Ich stimme mit dir völlig überein, dass du auf beiden Seiten 3x addieren möchtest. Jawohl, und zu subtrahierst auch noch gleichzeitig von beiden Seiten 8. Das ist sehr effektiv. 5x plus 3x, 5x plus 3x sind bekanntlich 8x. 8 minus 8 ergibt 0, also bleiben auf der linken Seite 8x. Minus 3x plus 3x auf der rechten Seite ergibt 0. 26 minus 2 sind 24. Minus 8 sind 16. Da waren wir doch jetzt sehr, sehr effektiv. Aus dieser umfangreichen Gleichung haben wir eine solche einfache Form gebastelt. So, 8 mal x gleich 16, also ich dividiere beide Seiten durch 8 und ich erhalte als Ergebnis x gleich 16 Achtel, x gleich 2. Ich meine, viel kürzer kann man es nicht machen. Wenn du jetzt keine Probleme hattest
und jetzt mal diese Aufgabe auch überprüft hast. Auf der linken Seite halte ich 18, überlege, ob auf der rechten Seite das ebenfalls so ist. Wenn sich das bestätigt, ist dieses Ergebnis richtig. 3b. Die Aufgabe ist also von der Struktur her mit der vorhergehenden zu vergleichen. Ich lasse dich völlig allein, fast völlig. Wenn du mich doch mit hinzuziehen möchtest, dann müsstest du daran denken, dass hier als erstes eine Zusammenfassung vornehmen würde. Ausführlich würde das dann so heißen: 6z minus 2z sind 4z plus 22. Und jetzt wäre zu entscheiden, was bringe ich wohin. Und das dürfte dir ja nicht schwerfallen. Wenn du das richtig gelöst hast, erhältst du z gleich minus 1,5. Führe dann bitte die Probe durch. Du wirst merken, diese Lösung ist korrekt. Nächstes Beispiel, 3c. 5a minus 1 minus 3a plus 25 gleich 20a plus 24 minus 10a minus 8. Sieht wahnsinnig kompliziert aus, ist es aber nicht. Auf jeder Seite der Gleichung habe ich mehrere Summanden, die die Variable, die ich berechnen will, enthalten. Die könnte ich zusammenfassen, hier. Und die absoluten Glieder könnte ich zusammenfassen. Ich könnte diese beiden Summanden auf der rechten Seite zusammenfassen, weil sie die Variable a enthalten, und diese beiden absoluten Glieder. Damit wurde die Gleichung also erheblich vereinfacht, und dann beginne ich erst umzuformen. Also 5a minus 8a minus 3a sind 2a, minus 1 plus 25 und plus 24 gleich 20a minus 10a sind 10a, 24 minus 8 plus 16 also. Und damit sieht diese Gleichung doch wohl schon etwas angenehmer aus. So, und jetzt ist a zu berechnen, zum Beispiel von beiden Seiten 2a subtrahieren und von beiden Seiten 16 subtrahieren, und man erhält 2a minus 2a ist 0, 24 minus 16 wären 8, gleich 10a minus 2a sind 8a, 16 minus 16 gleich 0. Ich dividiere beide Seiten der Gleichung durch 8 und erhalte 1 gleich a als Lösung. Auch hier schenken wir uns jetzt diese Probe. Du kannst das im Kopf nachprüfen. Das Ergebnis ist richtig. Kommen wir zum nächsten Beispiel.